Präsidentin, meine sehr geehrten Damen, meine Herren, Herr von Beuys, Sie haben ja Ihren emotionalen Ausbruch hier vorne mit den schönen Worten beendet. So einfach ist das. Ich will da mal einfach nur erwidern, so einfach kann man es sich machen. So einfach ist es bei Weitem nicht, wie Sie es dargestellt haben. Und ich kann sehr gut verstehen, dass das Einzige, was Sie wirklich bisher in Ihrer Bürgermeisterei als eigene Duftmarke versucht haben zu setzen, diese Elbphilharmonie, jetzt davor ist, Schiffbruch zu erleiden, dass Sie dort auch solche emotionalen Ausraster hier vorne haben und solche persönlichen Angriffe starten, finde ich persönlich weder der Sache angemessen, in dem Sinne, wie das Frau von Welt meinte, noch der Form halber. Wir haben als Sozialdemokraten die Hand gereicht für dieses Projekt. Und ich erinnere mich, dass kaum eine Woche verging, in der nicht Herr Wegener oder auch Frau von Welk in meinem Büro hier im Rathaus saß und mit Tee tranken und mir immer wieder Argumente nannten, warum Sozialdemokraten denn auch Ja sagen sollten. Das Bemerkenswerte ist, nachdem wir Ja gesagt haben, haben wir keinerlei Informationen bekommen, gab es keine Gespräche mehr und dann müssen sich Sozialdemokraten hier sogar noch beschimpfen lassen. Herr von Beuys, so schmiedet man keine Koalitionen, jedenfalls nicht für die Elbphilharmonie. Und das, was Sie hier vorne gesagt haben, Sie haben nichts gesagt zu den Fehlern, die gemacht worden sind. Wenn man Ihnen zugehört hat, war eigentlich alles richtig. Nur man musste einen Personalwechsel vornehmen, weil die Chemie irgendwie zwischen Herrn Wegener und den anderen Beteiligten nicht stimmte. Das war so die personelle Führungsentscheidung des Bürgermeisters. Ansonsten war der Vertrag richtig, gleichwohl Frau Gümbel als Kronzeugin fungiert, dass der Vertrag nicht in Ordnung ist. Sie haben nicht gesagt, wann jetzt wirklich mal ein Ende absehbar ist. Und vor allen Dingen haben wir niemals gefragt, was aus Ihrer Sicht wirklich die Mehrkosten sein wird. Sondern wir haben immer nur als Sozialdemokraten gefragt, wie viel Geld ist überhaupt strittig? Und ich glaube, zu sagen, wie viel Geld strittig ist und welche Beträge, verschlechtert in keiner Art und Weise die Verhandlungsposition, sondern macht nur deutlich, in welchem Finanzrahmen wir uns bewegen. Insbesondere, wenn Sie gleichzeitig einen Haushaltsplan vorlegen, in dem im Grunde überhaupt keine Vorsorge für dieses Thema getroffen worden ist. Der Bürgermeister öffnet heute die Hintertür für Neuverschuldung, ohne dass wir überhaupt wissen, was an Mehrkosten für die Elbphilharmonie auf uns zukommen. Und ich finde, das größte Recht des Parlaments ist das Budgetrecht, ist das Haushaltsrecht. Und da müssen wir wissen, macht es überhaupt Sinn, was wir in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten treiben als Haushaltsberatung? Oder wird es durch HSH Nordbankkrise oder eben auch durch die Elbphilharmonie ohnehin alles ad absurdum geführt? Von daher war dieser sehr emotionale, sehr engagierte Auftritt eines Oppositionsführers, den Sie hier hingelegt haben, sicherlich engagiert, aber hat mehr Nebelkerzen geworfen als Antworten gegeben. Ich bin gespannt, was die gemeinsame Sitzung von Haushalts- und Kulturausschuss bringen wird. Und Herr Laffrenz, Sie haben vorhin davon gesprochen, dass Sozialdemokraten die richtige Entscheidung getroffen haben, ins Opernhaus zu investieren. Ich will aber auch daran erinnern, dass Max Brauer ein Bürgermeister war, der beides getan hat. Er hat eben in die soziale Stärke und die soziale Zukunft unserer Stadt investiert, hat Hunderttausende von Wohnungen bauen lassen und die Oper gebaut. Und nicht wie dieser Senat sich einseitig auf die kulturellen Sahnehäubchen konzentriert und selbst die offensichtlich, fürchte ich jedenfalls, zum Lasten der Stadt, zum Lasten der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler gegen die Wand zu fahren.